Back from the dead. Samstag, der 31. März 2018 und willkommen zu einem neuen Fortnite Daily Video. Und heute mit einem Shop, der funktioniert. Ausnahmsweise, Matchmaking zwar nicht ganz so, aber der Shop funktioniert. Ja, Featured Items sind keine neuen drin, die kommen morgen erst. Hoffentlich dann mit den Osterskins. Aber wir haben eine dicke Überraschung drin. Also, schauen wir mal rein. Featured Items, diesmal auch ohne Flackern im Shop. Shadow Ops ist am Start, 4500 immer noch. Und die männliche Version Midnight Ops, 4200. Ein bisschen günstiger, die männliche Version. Also, wer da zuschlagen will, zum ersten Mal die männliche Version drin seit gestern. Gab es vorher auch noch nicht. Ist auch ein neuer Skin, beziehungsweise ein neuer Charakter. Den gab es vorher noch nicht im Spiel. Zumindest nicht im Battle Royale. Also, wer da zuschlagen will, die beiden sind drin. Und Spectre ist drin. Eine neue Axt ist drin. Die ist auch schon seit gestern da. 800 V-Bucks, wer da nicht zugeschlagen hat, kann das gerne machen. Die sieht ziemlich geil aus. Erinnert mich ein bisschen an die Axt, die man bekommt durch den Twitch Prime Loot. So, kommen wir aber zu den Daily Items. Ihr seht schon, da oben ist ein New-Button dran. Aber wir kommen erstmal zu den anderen. Also, die Spectral Axe ist am Start und die habe ich mir damals gegönnt mit den ganzen neuen Skins. Zeige ich euch gleich übrigens, passt nämlich was dazu. Also, die ist drin und ihr seht, ich habe die schon gekauft. Da ist kein Preis dran, aber die kostet 800 V-Bucks. Also 800 V-Bucks, wer die haben will. Ziemlich geiler Farbeffekt, der hier durchgeht. So, dann kommen wir zu Desperado. Ja, der rotiert immer wieder rein. 1200 V-Bucks. Gibt's nicht mehr viel drüber zu sagen. Rot, schwarz gehalten, Doctex hier mit einem Hut auf. Und ja, der guckt ein bisschen komisch. Aber ja, 1200 V-Bucks. Dann haben wir Raptor am Start für 500 V-Bucks. Der Gleiter Raptor im Militärskin für 500 V-Bucks. Also wer den kaufen will, 500 V-Bucks. Passt ganz gut zu den Militärskin oder grünen Skins, die wir hatten. Ja, und da haben wir auch Radiant Striker. Den meine ich nämlich vorhin mit den Skins, die passen zu der Axt. Da gab es ja gestern die weibliche Version, heute die männliche Version. Also wer da zugreifen will, 1200 V-Bucks für den Radiant Striker. Ich habe ja die weibliche Version davon gekauft. Ziemlich geiler Farbverlauf, muss man sagen. So, übrigens, wenn man hier nur so langsam drehen kann. Ihr seht das, ich bewege meine Maus hier irgendwie die ganze Zeit ganz hin und her. Irgendwie haben die was im Shop gemacht, dass man nicht mehr so schnell drehen kann, wie das vorher ging. Naja. Also. So, und dann kommen wir zu den Emotes. Slowclap ist am Start für 200 V-Bucks. Ja, sehr günstig, oder? 200 V-Bucks. Wer seine Gegner ein bisschen ärgern möchte und ein bisschen klatschen möchte, wenn man eine coole Aktion gerissen hat. Vor allem mit seinen Händen hier von John Wick sieht das riesig groß aus. Hatten wir heute noch das Gespräch im Stream. Ja, aber kommen wir doch zum Highlight von heute. Und zwar zu Disco Fever. Disco Fever ist am Start. Richtig nice. Also, schauen wir mal rein. Ich mache auch mal die Musik im Hintergrund aus, damit ihr euch das in Ruhe geben könnt. 800 V-Bucks, bitteschön. Ja, 800 V-Bucks kann man eigentlich gar nicht genug von kriegen, oder? 800 V-Bucks für Disco Fever. Ja, 800 V-Bucks. Und ich denke mal, der Tanz hier wird mit Sicherheit gekauft. Also, das war's mit dem Video für heute, mit dem Daily-Video. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch gegönnt habt, ob ihr euch Disco Fever geholt habt. Ist natürlich das Highlight von heute. Oder ob ihr eins noch von den Feature-Items geholt habt, die ja nur noch heute drin sind. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da. Wenn nicht, lasst ein Dislike da. Und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Bis dann. Ciao, ciao.